Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Mod-Vorstellung und Preview für die Soundmod für die Dostos von Salzburg-Rosenheim. Mein guter Freund, der Justus, hat mir schon vorab einmal die Version geschickt zur Soundmod für die Dostos für Salzburg-Rosenheim und hat mich darum gebeten, sie doch mal vorzustellen. Und das ist eine absolute Ehrensache, das mache ich sehr, sehr gerne. Dementsprechend vertändeln wir gar nicht mehr groß Zeit, sondern steigen ein im Führerstand. Wir hören jetzt schon auf jeden Fall eine unterschiedliche Soundkulisse, finde ich, ne? Wir hören so ein leichtes Klackern, da bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Fahrtrichtungswende rein. Ja, schon mal neue Sounds nach vorne gestellt. Ja. Sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall so einen Testlauf. So, dann öffnen wir mal die Türen auf der rechten Seite. Herrlich, diese Sounds. Einmal den Bremsschlüssel hingehört. Okay, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Okay, so. Genau, und wir fahren jetzt einfach mal so ein, zwei Stationen zusammen. Nicht die ganze Fahrt hier, sondern einfach nur so ein bisschen, damit wir mal die Sounds hören. Die Rollsounds, die Bremssounds. Die Mod ist zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, vermutlich noch nicht verfügbar. Ich mache erstmal die Türen kurz zu. Herrlich. Genau, also die Mod ist vermutlich noch nicht verfügbar zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, dürfte aber bald verfügbar sein. So, was ist das Problem? Warum fahren wir nicht? So, jetzt fahren wir. Ich glaube, dieses Klackern, was ihr im Hintergrund hört, da meinte der Justus auch, dass das vermutlich draußen sein wird bei der finalen Version, also dass man das nicht mehr hört, dieses Tick-Tack, Tick-Tack. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo das überhaupt herkommt. Aber auf jeden Fall. Achso, die PZB an. Ups. Ganz vergessen. Auf jeden Fall sollte dann irgendwann die Mod verfügbar sein. Ich versuche dann danach zum späteren Zeitpunkt das oder die entsprechende Verlinkung dann in die Videobeschreibung noch reinzupacken. Ansonsten haltet die Augen und Ohren offen bei Trends und Community. Da wird dann auf jeden Fall, denke ich mal, die Mod erscheinen von Justus. So. Herrlich. Wir befreien uns mal. Oh ja, neue PZB-Sounds. Sehr schön. Nächster Halt ist dann Bergen in Oberbayern. Ja, auch hier mal die Sounds. Traktionsbelüftung ein, Luftkompressor, Stromabnehmer und Zugsammelschienen und so. Da haben wir, glaube ich, neue Sounds. Was mit Bremse lösen? Ne, ich glaube, die Sounds sind die ursprünglichen. Aber die Rollsounds sind auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Sounds außen auch neu sind. Ah, das klingt aber für mich. Klingt für mich ein bisschen danach. Das ist auch übrigens, by the way, glaube ich, nicht die 100% finale Version, die ich hier vorstelle. Es kann also durchaus sein, dass da vielleicht noch die ein oder anderen Änderungen dann noch zutage treten werden. In der Version, die dann später erscheint. Also die dann final erscheint. Weil ich glaube, bei den Außensounds ist auch noch nicht zu 100% alles.
alles final. Aber hier im Führerstand hört sich das auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an. Oh ja, auch neue Sounds hier, was die Fenster angeht. Auch hier. Ja. Sehr schön. Das sind, glaube ich, die gleichen Sounds. Oh, neue Türsounds. Herrlich. Das ist doch schön. Sonst noch irgendwas zum Ausprobieren? Die SIFA wäre mal interessant, ne? Wir schalten mal die SIFA an. Und schauen mal, was die SIFA da für Sounds von sich gibt. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr auf die Umgebung achten. Oh, die Bremssounds klingen auch schon sehr vielversprechend. Herrlich. SIFA-Sounds auf jeden Fall auch viel besser als dieser schrille Piepton, der ja nicht unrealistisch ist, aber schön auf jeden Fall die Sprachausgabe zu haben. Die finde ich persönlich immer ein bisschen angenehmer. So, Bergen in Oberbayern ist noch 1,7 Kilometer entfernt. Da hören wir uns dann mal die Bremssounds an. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Hören wir uns mal aus dem Führerstand heraus an, würde ich mal behaupten. So, die SIFA meldet sich da. Ja, ne, also großen Dank an... Huch. Wieso? Okay, das sind wohl... Das finde ich cool. Das ist dann jetzt wohl so zufällig erscheint, diese Störungsmeldung. Die gibt's, das ist ja auch durchaus realistisch, weil unter anderem dieser Störungssound ja auch dann kommt, wenn das GSMR zum Beispiel, glaube ich, gerade kein Netz hat. Und das finde ich cool. Arsch, sehr, sehr schön. Herrlich. Genau, ne, also wenn das GSMR kein Netz hat, dann kommt da dieser Störungssound. Und das finde ich ganz cool, dass das hier mit eingebaut ist. Ich glaube, das haben wir sonst bei keinem anderen Fahrzeug. Und ja, oh, die Bremssounds. Wow, also wirklich, wirklich schön. Das hören wir uns auch später nochmal von außen an. Und wir halten an. So, dann hören wir uns mal die Türsounds von außen an. Nehmen wir mal hier den Mittelwagen. Sehr schön. So muss ich das anhören, meine Freunde. Hinten dran natürlich die Baureihe 100, 111, die uns das schiebt. Aber um die geht es heute nicht. Sondern heute geht es mal tatsächlich um die Dostos. Auch nicht etwas, was alle Tage mal passiert. Ich glaube, ich muss mal einmal ganz kurz an dieser Stelle ein Foto machen. Das hat Thumbnail-Charakter. Jawohl. Perfekt.
Wow. Dann würde ich sagen, fahren wir noch bis Übersee und dann hören wir uns gleich auch nochmal die Bremssounds von außen an. Sehr schön, dieses Geklacker und Geklapper. Hört ihr das? Ah, oh, das ist so toll. Ich glaube, die 19. Ich glaube, das sind die Fahrstufen, ne? Weil also Kilonewton-Anzeige wird das ja wohl kaum sein. Denn die Kilonewton-Anzeige haben wir ja da. So, wir müssen die Fahrstufen ablaufen lassen. Und jetzt auf aus. Okay, wir dürfen sogar auf 130 fahren, hervorragend. Genau, ja, das sind auf jeden Fall die Fahrstufen. Ne, SIFA-Sound haben wir dann auch dort. Achso, Horn. Das ist sehr laut. Aber ein Horn ist halt auch sehr laut, ne? Oh, wir sind zu schnell. Bisschen reingebremst. Ja, wobei wir dürften eh gleich 140 fahren. Es geht ja heute nicht so wirklich um die Fahrt. Es geht ja darum, hauptsächlich die Mod hier vorzustellen. Mit all ihren kleinen Kleinigkeiten. Betriebsartschalter. Frontscheibenheizung. Macht das einen Unterschied? Temperatur 100%. Klimaanlage Auto. Scheibenwischer. Oh, haben wir neue Scheibenwischer-Sounds? Ja. Oh, ist das cool. Das ist richtig cool. So, gibt es noch was zum Ausprobieren? Notbremse. Oh, Bayern und seine Funklöcher, ne? Das ist ja schrecklich. So, jetzt dürfen wir 140 sogar fahren, über sie in 2,8 Kilometern. Oh, mich würde auch interessieren, was, wie es sich anhört, wenn man eine Notbremse zieht. Das könnten wir natürlich gleich auch noch kurz ausprobieren. Ja, das Fahrzeug hat unfassbar viele Störungen. Das ist ja, glaube ich, nicht unrealistisch für Bombardier-Fahrzeuge. Habe ich mir mal sagen lassen. So, eins Kilometer noch, ein Kilometer noch. Ah, vielleicht doch noch mal eine Fahrstufe höher oder zwei. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Ne? Also so kann man auf jeden Fall fahren, um auch Zeit aufzuholen. Jetzt haben wir die Vollbremsung. Ah, komm, wir machen die Notbremse. Die Schnellbremsung. Okay, passiert nichts. Sehr schön. Das ist richtig herrlich. Das ist richtig herrlich.
Ja, gut. Dann, das war's auch schon von dieser kleinen Mod-Vorstellung. Klein, aber fein, wie gesagt. Link dazu hoffentlich dann bald in der Videobeschreibung. Sofern eben die Mod draußen ist. Mod von Justus. Die Soundmod für die Dostos für Salzburg-Rosenheim. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Interesse und dafür, dass ihr eure persönlichen Gegenstände nicht zurücklasst. Alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.